Die Regierung beschließt ein 4 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket im Energiebereich. Darunter etwa die Senkung der Abgaben auf Gas und Strom, die Erhöhung der Pendlerpauschale, 150 Euro Energiebonus für fast jeden Haushalt, ja, und mehr Geld für Solar- und Windenergie. Reicht das alles? Das bespreche ich jetzt mit Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Danke fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung. Ja, beginnen wir mit den ganz großen Brocken. Das ist die Senkung der Energieabgabe auf Gas und Elektrizität, wurde ja vielfach gefordert, zuletzt auch um bis zu 90% bis Mitte nächsten Jahres. Was bedeutet das für einzelne Haushalte ganz konkret? Ganz grundsätzlich, warum sind wir überhaupt in dieser Situation? Warum wären solche Entlastungspakete notwendig? Wir sehen derzeit, dass unsere Abhängigkeit von fossiler Energie, unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas und Erdöl uns erpressbar macht, uns bedroht, aber vor allem auch ganz direkte Auswirkungen hat, nicht nur für die Ukraine, wo gerade ein grausamer Angriffskrieg tobt, sondern auch für uns. Wir sehen es in einer hohen Inflation, wir sehen es in gestiegenen Energiepreisen, die gestiegene Gaspreise sind. Wladimir Putin hat Interesse daran, dass er uns auch mit den Energielieferungen erpressbar macht. Und das sehen wir jetzt, das spüren wir jetzt. Und diese Auswirkungen in Österreich, die sind ganz konkret. Die spüren die Menschen in den Rechnungen beim Heizen, beim Strom. Die spüren gerade einkommensschwache Haushalte. Und deswegen haben wir zwei große Pakete geschnürt. Das erste im Jänner, mit einem Fokus auf einkommensschwache Haushalte. Das zweite jetzt mit einem Fokus auf Energie. Und das sind die 90-prozentige Senkung der Elektrizitäts- und der Erdgasabgabe ist ein Teil davon. Wenn wir uns vorstellen, ein Haushalt in Wien, kleine Wohnung, Mietwohnung, 50 Quadratmeter, zwei Personen, die da drin wohnen, mit einer Gastherme, die können nicht von heute auf morgen tauschen. Weil das sind Mieter, Mieterinnen in der Wohnung. Und mit dieser Maßnahme erspart man sich in so einer kleinen Wohnung noch einmal rund 100 Euro drauf auf die ganzen anderen Bereiche, die ich vorher in den anderen Paketen schon abgedeckt habe. Die gibt es ja auch eben, den Energiebonus. Dazu kommen wir noch auch zur Frage, wieso es überhaupt zu dieser Abhängigkeit von russischer Energie kommen konnte. Aber machen wir mal den Entlastungsbereich. Die Pendlerpauschale etwa wird erhöht um 50% und der Pendler-Euro vervierfacht. Das sind große Werte. Es hätte man natürlich auch anders lösen können, etwa mit der Senkung der Mineralölsteuer. Die Grünen waren da dagegen, ich nehme an, auch Sie. Man hätte das aber dann sehr transparent gleich an der Zapfsäule gesehen, dass es günstiger geworden ist. So kommt es quasi indirekt über den Steuerausgleich. Ist das richtig? Was sehen wir an der Zapfsäule? An der Zapfsäule sehen wir, dass Mineralölkonzerne die Preissteigerungen immer sehr, sehr schnell weitergeben, aber die Preissenkungen, die dauern. Und deswegen hat Vizekanzler Kogler auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Bundeswettbewerbsbehörde geschickt. Das wird jetzt überprüft. Justizministerin Sadic hat den Kartellanwalt eingeschaltet, um genau dort hinzuschauen. Weil was wir nicht wollen mit Unterstützungsmaßnahmen, ist Gewinne der Erdölkonzerne subventionieren. Sondern wir wollen die Menschen unterstützen, die auf das Auto angewiesen sind für ihre Arbeitswege. Und deswegen war der Weg über die Pendlerpauschale, die zeitlich befristet um 50% erhöht wird, ein treffsicherer Weg, um genau diejenigen zu unterstützen, die es brauchen für den Weg in die Arbeit. Das heißt, man will nur jene entlasten, die quasi fahren müssen und nicht alle, die in der Zapfsäule es sehen würden, weil Sie sagen, man sieht es eben erst verspätet und deswegen wäre das unfair. Also es sollten nur jene entlastet werden, die wirklich das Auto benötigen, Stichwort Pendler. Wir sehen es auch aus Erfahrungen aus anderen Ländern, dass Steuersenkungen einfach nicht weitergegeben werden zur Gänze. Und das heißt, ein Teil der Steuermittel geht dann in Gewinne von Mineralölkonzernen und deswegen ist es gescheiter und sinnvoller, wirklich Maßnahmen zu wählen, die treffsicher sind. Das haben uns auch alle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen empfohlen, in Treffsicherheit darauf auch zu achten. Und deswegen haben wir das dann über die Pendlerpauschale gelöst. Okay. Ja, ein anderer Punkt, der Energiebonus. 150 Euro, das ist schon ein bisschen älter, vor ein paar Wochen schon beschlossen. Der kommt grundsätzlich als Gutschein in jeden Haushalt, darf aber nicht von jedem dann eingelöst werden. Das ist ein bisschen eine skurrile Situation. Ich kenne so eine Maßnahme in dieser Form eigentlich nicht. Das betrifft jene Haushalte, die, wenn es ein Einpersonenhaushalt ist, weniger als 55.000 Jahreseinkommen quasi hat und wenn es ein Mehrparteienhaushalt ist, weniger als 110.000. Wenn man in diese Zielgruppe fällt, und das sind die meisten, darf man diesen Gutschein einlösen. Alle anderen haben ihn dann am Tisch liegen, können ihn anschauen, aber nicht verwenden. Ist das ernsthaft, adäquat und durchführbar? Ich meine, wer kontrolliert das?
Also der Energiekostenbonus, das sind 150 Euro für die Haushalte in Österreich, die jetzt auch im Parlament beschlossen wurden und die im April starten. Mhm. Das heißt, es kommt im April ein Gutschein nach Hause, mit dem man diese 150 Euro beim Stromanbieter, beim Elektrizitätsanbieter einlösen kann. Die Abwicklung macht das Finanzministerium und Finanzminister Brunner hat sich wirklich alle Möglichkeiten angeschaut, die es gibt, hier rasch zu sein, möglichst einfach zu sein und auch sicherzustellen, dass man alle rechtlichen Grundlagen einhaltet. Weil es gibt Datenschutz, der uns wichtig ist und der Energieversorger weiß zum Beispiel nicht, ist das jetzt ein Zweitwohnsitz, wie viele Menschen leben dort. Und es ist auch gut, dass er das nicht weiß, weil deswegen haben wir einen Datenschutz. Es muss nicht jeder alles wissen. Und deswegen ist diese Gutscheinlösung eine, die dann als die praktikabelste und als die schnellste rausgekommen ist. Der Gutschein kommt jetzt im April und das Finanzministerium hat auch angekündigt, das zu kontrollieren, weil auch hier geht es wieder darum, es geht darum, dass man diejenigen Menschen besonders unterstützen, die es brauchen und nicht die Bestverdiener, Verdienerinnen in Österreich. Das ist ja eh verständlich, aber grundsätzlich ist es doch unüblich, sage ich einmal, dass jeder grundsätzlich ein Anrecht bekommt und sich dann selber ausrechnen muss, wie auch immer man das bewerkstelligt, mit der Einkommensteuererklärung zum Beispiel, ob man den jetzt auch einlösen darf. Ich meine, wenn das Finanzministerium die Daten schon hat, und das hat es ja, dann hätte man es ja nur an jene Haushalte verschicken können, die noch wirklich einlösen dürfen. Manchmal sind die Dinge tatsächlich im Hintergrund komplexer, als Sie und ich uns das wünschen würden. Aber das Finanzministerium hat auch nicht immer Haushaltseinkommen, sondern persönliche Einkommen. Also daher lang überlegt, viel daran gearbeitet. Finanzminister Brunner hat wirklich hier jetzt eine Lösung auf den Tisch gelegt, die ab April greift. Also das heißt, den Menschen werden ab April die Gutscheine auch zugeschickt kriegen. Dann kann man sie einlösen. Uns war es immer wichtig, schnell und unkompliziert. Die Lösung mit dem Gutschein kopieren mittlerweile auch andere Länder in der Europäischen Union, weil wir sind einfach alle auch in derselben Situation, möglichst rasch und zielgerichtet unterstützen. Natürlich, rasch kommt es tatsächlich, unüblich rasch geradezu. Schauen wir mal, wie das dann wirklich mit den Kontrollen ist. Ja, 250 Millionen Euro mehr für Windenergie und für Photovoltaik. Das ist eine ordentliche Summe. Es geht natürlich um den schnellen Umstieg auf erneuerbare Energie. Um den ging es ja sowieso schon zuletzt, aber jetzt umso beschleunigt aufgrund der Abhängigkeit von russischem Gas. Aber wir haben ja öfters auch schon darüber geredet, es scheitert ja oft nicht am Geld, sondern an Genehmigungen oder an möglicherweise Bürgerinitiativen vor Ort. Geld wäre ja eh oft da. Wie kann man denn da schneller vorankommen, diesen so dringend benötigten Umstieg jetzt wirklich zu beschleunigen? Er ist so dringend benötigt, weil wir gerade jetzt sehen, dass jedes Windrad, das wir heuer aufstellen, senkt unseren Gasverbrauch, macht uns weniger abhängig von Russland, ist ein Schritt in der Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Jedes PV-Panel, das wir heuer montieren, jede Gasheizung, die wir tauschen auf ein erneuerbares Heizsystem, ist ein Schritt Richtung Unabhängigkeit und Freiheit in der Energieversorgung. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich in einem nationalen Kraftakt das noch einmal beschleunigen, was wir vorhaben, nämlich in die Erneuerbaren in der Stromversorgung, in die Erneuerbaren in der Wärmeversorgung. Und deswegen haben wir mit diesem Paket jetzt noch einmal Geld in die Hand genommen, um da sehr zielgerichtet hinzuschauen, wo brauchen wir es. Bei der Unterstützung im Planungsverfahren zum Beispiel, bei der Unterstützung von Ausbildungsinitiativen, damit wir auch die Menschen bei den Installateuren oder bei den Elektrotechnikerinnen und Technikern haben, die Arbeit dann auch schlicht und ergreifend das Photovoltaikpanel aufs Dach montieren. In der Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Wir brauchen Flächen in den Bundesländern für die Windenergie. Kann nicht mehr sein, dass wir alle sagen, ja, Windenergie gut und schön, aber nicht bei mir. Das ist altes Denken, das müssen wir hinter uns lassen. Ja. Wir haben eine große gemeinsame Aufgabe. Frau Minister, aber dass Sie das ansprechen, da haben Sie ja vollkommen recht. Aber in Wirklichkeit ist es ja so. Also die vielen vermeintlichen Flächen, um die es da jetzt geht, es wird auch dort wieder einzelne Interessen geben, die dann sagen, nein, ich binde mich jetzt an einen Baum an und hier kommt kein Windrad her. Das kennt man ja auch aus anderen Projekten, Wasserkraft etwa. Das sind alles erneuerbare Energieformen, von denen jeder zu Recht sagt, wir brauchen sie. Im Detail kommt es dann aber eben doch oft nicht zur Umsetzung. Also zwei Dinge. Erstens, ein Großteil der Projekte geht wirklich völlig ohne Probleme, auch in Österreich. Wir bauen seit vielen, vielen Jahren Erneuerbare zu. Wir werden heuer ein Rekordjahr in der Windenergie haben. Das ist gut, weil gerade heuer, wir brauchen es. Ja? Weniger Gas aus Russland, mehr Unabhängigkeit in Österreich. Deswegen Windenergiezubau heuer noch einmal eine doppelt gute Nachricht. Und das Zweite ist, dass wir eben auch hier im Planungsverfahren unterstützen wollen. Aber ich glaube, wir sehen es,
Und ich habe gerade letztens eine Auswertung bekommen von unseren Förderangeboten, raus aus den Ölheizungen, raus aus den Gasheizungen. Wir haben so viel Verständnis wie nie zuvor in unserem Land, was erneuerbare Energie bedeutet, nämlich Unabhängigkeit. Das heißt, wir können uns unsere Energie selbst produzieren. Die Sonne schickt keine Rechnung, der Wind schickt keine Rechnung, Gazprom schickt eine Rechnung und die ist teuer und das sehen wir gerade, das spüren wir gerade, das erleben wir gerade. Und so viel Verständnis wie jetzt, glaube ich, haben wir noch nie für den erneuerbaren Ausbau und jetzt braucht es wirklich diese gemeinsame Kraftanstrengung, damit man das jetzt rasch und noch rascher vorantreibt. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist tatsächlich angekommen, das Thema ist in jedermanns und jeder Frau Bewusstsein. Es wollen wirklich sehr, sehr viele umsteigen. Die Frage ist nur, ob die Genehmigungen und dann möglicherweise lokale Gegenwehr das eben auch ermöglichen. Aber sei es drum, die Hoffnung lebt, dass das jetzt beschleunigter weitergeht. Ja. 150 Millionen Euro mehr auch für die Öffis. Da hat es ja zuletzt öfter schon Aufstockungen im Budget gegeben. Die HLAG, also die schnellen Trassen der ÖBB umsetzen, Richtung Süden vor allem, da gibt es große Budgetvolumina generell im Ausbauplan der ÖBB. Und jetzt zusätzlich aber 150 Millionen, man hört, auch zur Senkung möglicher Tarife, die derzeit bestehen. Was heißt denn das konkret? Mhm. Wir haben mit diesem Paket auch 150 Millionen Euro jährlich, also auf Dauer zusätzliche Mittel für den öffentlichen Verkehr, für zwei Dinge, für Angebotsausweitungen und auch für Tarifsenkungen. Das heißt, wir können den Bundesländern jetzt ermöglichen, die regionalen Klimatickets, also die Tickets, die für ein Bundesland gelten, noch einmal günstiger anzubieten. Mhm. Und wenn wir da in einzelnen Bundesländern näher an die 365 Euro kommen, dann ist das noch einmal Geld, das sich die Menschen in unserem Land ersparen, weil es geht nicht nur darum, Preissteigerungen abzufedern, sondern wir wollen auch wieder eine Perspektive haben, dass Dinge günstiger werden und deswegen auch hier noch einmal 150 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr. Okay, das würde also bedeuten, dass jetzt nicht nur in Wien, wo das ja schon realisiert ist, sondern eventuell in anderen, auch in Flächenbundesländern, wo die Tickets eben teurer sind, mit dieser Unterstützung nachträglich die Tarife gesenkt werden, sodass möglicherweise mehrere auf 365 Euro im Jahr kommen. Wir haben jetzt ein Budget zur Verfügung, die Gespräche mit den Bundesländern starten. Die Bundesländer werden für sich schauen, braucht man mehr Angebot, braucht man, wo gehen wir ins Ticket. Aber ich finde es gut, wenn wir diese Perspektive stark im Blick haben, weil die Menschen, gerade das regionale Klimaticket ist das Ticket, mit dem ganz viele Menschen in die Arbeit pendeln. Wenn wir da die Menschen noch weiter entlasten können und den Anreiz zum Umsteigen auf dem öffentlichen Verkehr noch erhöhen, dann macht man genau das Richtige. Okay, viele, viele Maßnahmen, 4 Milliarden in Summe, plus einige Maßnahmen, die vorher schon beschlossen worden sind. Es ist ein großes Paket, ohne Zweifel. Trotzdem, die Abhängigkeit von russischem Gas macht vielen auch Angst. Karl Nehammer, der Bundeskanzler, wir haben gerade darüber berichtet, gerade beim EU-NATO-Gipfel hat zunehmend Schwierigkeiten, das Zögern Österreichs, ähnlich wie Deutschland, vor einem sehr raschen Ausstieg von russischen Energielieferungen irgendwie zu argumentieren. Österreich ist da extrem abhängig, mehr als die meisten anderen Länder. Viele fordern ja, zum Beispiel Finnland und andere Länder, die sehr nah an Russland liegen, fordern ja einen sehr raschen Ausstieg, damit Russland nicht täglich rund 750 Millionen Euro bekommt, um den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Da ist ja auch was dran sozusagen. Nehammer ist da natürlich eher abwartend, weil es geht um die Versorgungssicherheit. Das ist eine ganz schwierige Situation derzeit. Ich war gestern selbst auch in Paris bei der Internationalen Energieagentur und habe mit der amerikanischen Energieministerin, mit den europäischen Energieministern auch die Situation besprochen. Und uns alle eint wirklich der starke Wille, wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit von Russland. Weil jeden Schritt, den wir raus aus dieser Abhängigkeit machen, das ist ein guter und das ist wirklich eine große globale Einigkeit. Wir müssen aber so ehrlich sein, wenn wir uns anschauen, die Situation in Österreich. Wir haben, also die Politik hat in den letzten 15 Jahren zu wenig gemacht, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Ganz im Gegenteil, sie ist noch befördert worden. Und deswegen stehen wir jetzt in einer Situation, wo wir zu 80% unserer Erdgaslieferungen von einem Lieferanten abhängig sind und der heißt Russland. Ja. Und deswegen ist es so, muss man ehrlich sein, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Wir sind nicht das einzige Land, das in der Situation ist, aber es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber deswegen wirklich alle Kraft voraus in alle Diversifizierungsmöglichkeiten, die wir haben. Deswegen war ich gemeinsam mit dem Bundeskanzler in Katar, der zweitgrößte Erdgaslieferant. Deswegen sorgen wir jetzt vor mit einer Gasspeicherung, die gestern beschlossen wurde im Nationalrat. Deswegen noch einmal der Turbo bei den Erneuerbaren, und weil das alles Maßnahmen sind, um diese Abhängigkeit jeden Tag
einen Schritt weit zurück. Klar, Erneuerbare haben wir besprochen, ist, glaube ich, jeder dahinter. Gasspeicherung ist gut und schön. Es muss natürlich Gas kommen, dass man speichern kann. Wenn Putin sagt, wir müssen in Rubeln zahlen und das will niemand, dann wird es kein Gas mehr geben, dass man abspeichern kann. Ist ein anderes Thema. Aber bleiben wir noch bei dem Besuch in Katar. Ganz wichtig, symbolträchtig jedenfalls. Es ist gelungen, die Regierung tut was. Aber was heißt das konkret? Dann geht es ja auch bei Flüssiggas etwa um die Verladeeinrichtungen in den europäischen Häfen, die es so nicht gibt. In Deutschland kein einziger Hafen in einem Riesenland. Was heißt das außer Symbolpolitik? Was bringt uns diese Reise an verwertbaren Ergebnissen für die österreichische Energiesicherheit? Also wir haben als Österreich einen Vorteil und wir waren ja auch sehr, sehr früh in Katar. Mein deutscher Kollege war letztes Wochenende dort. Wir haben einen Vorteil, dass die OMV bereits Verträge mit Katar hat, auf die man aufbauen kann. Die OMV hat auch Kapazitäten am Flüssiggasterminal in Rotterdam. Und das heißt, wir können hier die entsprechende Pipeline-Kapazität natürlich entsprechend nachziehend auch von diesem Terminal beziehen. Jeder einzelne zusätzliche Lieferant, den wir auftun, macht uns weniger erpressbar von Russland. Keine Frage. Das ist jetzt natürlich das zentrale Ziel. Gibt es Verträge jetzt, konkret, die in Sicht sind, mit Katar etwa über Rotterdam Flüssiggas nach Österreich zu transportieren? Es gibt mit Katar, die OMV hat bereits einen Vertrag und die konkreten Vertragsverhandlungen, das ist ein privatwirtschaftlicher Vertrag, die macht die OMV mit ihren Partnern. Aber es geht eben wirklich darum, so rasch wie möglich zu diversifizieren, damit wir eben nicht mehr nur auf einem Bein stehen und derartig erpressbar sind, sondern weniger erpressbar sind. Und da werden wir als Bundesregierung alles und ich als Energieministerin alles in Bewegung setzen, was es dazu braucht. Ganz zum Schluss, wir werden jetzt nicht mehr klären können, wer schuld daran ist, dass es diese dramatische Abhängigkeit gibt. Aber das ist eine katastrophale strategische Fehlleistung. Man muss die Dinge so aussprechen, wie es ist. Es ist unfassbar eigentlich, was da eigentlich auch für Ängste in der Bevölkerung aufstehen. Auch wenn es immer heißt, die 20%, die von anderen kommen, reichen zumindest für die Haushalte, aber es wäre ja schlimm genug, wenn die ganze Industrie steht. Aber angenommen, es würde tatsächlich zu einem sofortigen Lieferstopp kommen, weil Putin darauf beharrt, man muss in Rubel zahlen, wir werden nicht in Rubel zahlen und es kommt kein Gas mehr. Was bedeutet das konkret? Wir schauen uns die Ankündigung von Wladimir Putin über die neuen Zahlungsmöglichkeiten gerade an. Die OMV hat die letzten Zahlungen vertragskonform in Euro abgewickelt. Wir sind in ganz Europa in derselben Situation. Alle beschäftigen sich gerade damit, was es bedeutet, aus unserer Sicht derzeit die Auswirkungen kontrollierbar, aber da sind wir sehr eng mit der OMV, mit den Regulatoren, mit den anderen Ländern in Abstimmung. Wir haben in Österreich ein Sicherheitsnetz, das die Haushalte schützt. Dieser Winter, auch wenn es jetzt wärmer wird, diesen Winter, der ist gesichert. Wir haben die Gasversorger, die eine Verantwortung haben für die geschützten Kunden, das sind die Haushalte, sicherzustellen, dass sie liefern können. Wir ziehen nach in der Gasspeicherung, deswegen haben wir auch noch einmal das als Gesetz beschlossen gestern. Und es gibt im Extremfall, weil ja, es ist Krieg. Es ist Krieg und wie valide die Ankündigungen von Wladimir Putin in die eine wie die andere Richtung sind, das ist in einer Kriegssituation, hat niemand die Glaskugel. Deswegen müssen wir uns auch auf alle Szenarien vorbereiten. Es gibt auch im Extremfall eine Möglichkeit, über die sogenannte Energielenkung noch einmal darauf zu schauen, dass die Haushalte sicher sind. Und auch die Energielenkung schützt die Haushalte. Aber natürlich ist das ein Fall, wo wir alles dran setzen, dass der nicht eintritt, weil es heißt, man kann große Industrieverbraucher bitten, den Energieverbrauch zu reduzieren, damit die Haushalte sicher sind. Sparaufrufe etc. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist kein Szenario, das sich irgendwer von uns wünscht. Deswegen arbeiten wir alle dran und ich ganz besonders, dass das nicht eintritt. Frau Bundesminister, im Zentrum des wahrscheinlich derzeit entscheidendsten Ministeriums, das es in Österreich gibt, weiterhin viel Kraft und vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr.